Willkommen zur vierten Folge von City Skylines, Freunde. Und ich kann mich erinnern, letzte Folge haben wir diese tolle Straße gebaut, dass es keine Kastenstadt wird. Und hier oben hat jemand Wasserprobleme. Dann verpassen wir dem doch gleich mal eine neue Wasserleitung. Zack. Und ich habe es jetzt mal festgestellt, die Sounds passen bei euch. Bei mir auf den Kopfhörern sind die nur durchgehend extrem laut und das ist ein bisschen störend. Aber egal. So, was haben wir letzte Folge noch gemacht? Wir wollten hier irgendwas mit den Straßen noch machen und so, ne? Ja, ansonsten hätten die Leute gern noch etwas Industriegebiet. Ich habe die Musik außerdem wieder etwas lauter gemacht, weil ich die in der Aufnahme einfach überhaupt nicht gehört habe. Und jetzt ist es schon wieder extrem laut, aber ich versuche es jetzt einfach mal zu ignorieren, weil es, wie gesagt, nur bei mir auf den Kopfhörern so extrem laut ist. Zack, zack, Industriegebiet. Haben die Wasser? Nein, haben sie nicht. Läuft bei denen. Und zwar rückwärts. Geil, nicht genügend Geld. Läuft bei uns. Aber rückwärts. Naja, eigentlich nicht. Wir kriegen ja im Moment Geld, aber es ist im Moment noch sehr wenig so. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Strom? Haben wir genug? Wasser haben wir auch genug. Perfekt. Nee, warte. So, das wollte ich machen. So, haben wir ja mittlerweile wieder ein bisschen Geld, um diese Wasserleitung hier fertig zu bauen. Zack. Und ja, sollte eigentlich passen, oder? Zack. Ist jetzt so ein ganz kleiner Bereich. Ja doch, da sollte aber eigentlich Wasser sein, ne? Ja, sollte passen. Gut, Leute. Sonst, was wollen die Leute noch? Oh, da Feuer. Feuerwehr haben wir ja, ne? Müsste doch. Ja, perfekt. Das passt mit der Feuerwehr. Polizei habe ich das letzte Mal auch schon geschaut, ne? Wie sieht es mit der Bildung aus? Haben wir nur eine Grundschule, glaube ich, oder? Bildung, Grundschule, Oberschule und Universität haben wir noch nicht. Okay, vielleicht sollten wir nochmal eine Grundschule bauen, weil da in dem Gebiet ist nichts. Das wird sich ja eh alles noch nach rechts ausdehnen. Also werden wir früher oder später sowieso noch eine Grundschule benötigen. Und die hier haben schon wieder kein Wasser. Zack. So. Ach genau, ich wollte letztes Mal auch hier noch so ein paar Straßen reinbauen. Nicht genügend Geld. Shit, Leute. Oh, ein Flugzeug. Shit, jetzt weg. Da ist es. Nein. Ah, hallo. Ja, ganz großes Flugzeug. Damit werde ich auch fliegen. Wir haben außerdem jetzt gerade 9.45 Uhr und um, keine Ahnung wie viel Uhr, ich glaube in ungefähr 12, ja in ungefähr so paar 20, nicht 24 Stunden, so ungefähr 16 Stunden fahren wir an den Flughafen und ich muss noch 3 Folgen vorproduzieren, aber gut. So, Commercial hätten die Leute gern noch etwas, habe ich auch nichts dagegen. Ach, hier ist unsere tolle Straße. Ach ja. Du bist auch nicht genügend Geld, ey. Ganz ehrlich, ich stelle das mal hier auf 1 schneller. Dann bekommen wir auch schneller Geld. So. Ja, das ist mir ein bisschen zu klein, der Bereich. Machen wir doch so. Und Commercial. Haben die Wasser. Perfekt, passt. Nice. Das ist doch sehr gut, Leute. Was gibt es denn hier für Probleme? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Die hätten wahrscheinlich gerne eine Oberschule. Wie viel kostet die denn? 24.000. Ja, wahrscheinlich können wir uns das leisten. Eine Oberschule für 24.000 Euro. Geld. 24.000 Geld. Wahrscheinlich. Ja gut, müssen wir mal schauen. Darlehen haben wir immer noch am Laufen, soweit ich weiß. Eins, ja, okay. Aber sobald wir hier unten, also was heißt hier unten da, unten links, wieder eine neue Etappe erreichen, keine Ahnung, dann bekommen wir auch wieder etwas Geld, soweit ich weiß. Und dann sollten wir seine Oberschule leisten können. Ansonsten. Mit dem Strom passt es. Ne? Da habe ich ja letztes Mal, genau, da habe ich ja hier diese sehr tollen Windräder gebaut, die mir so gut gefallen. Zack. Nein, warte. So, so wollte ich das machen. Oh. Die gefallen mir, Leute. Die sind nämlich richtig krass. So, hier unser Abwasserendrohr. Haben wir eigentlich auch genug oder brauchen wir da noch eins? Nee, nicht Müll, Wasser. Reicht auch noch aus, unser Abwasserendrohr. Perfekt. Das ist doch sehr nice. So, wir haben schon wieder 6.000 Geld. Läuft doch. Ich stelle es mal wieder auf 1 langsamer. Weil ich spiele parallel noch eine private Stadt. Weil ich habe das Spiel vorher noch nie gespielt und dass ich halt so ein bisschen weiß, was abgeht. Oh, hier unten Feuerwehrprobleme. Die kommt doch eigentlich. Ja, bis da runter, ne? Ist da irgendwo schon? Ach, die Feuerwehr ist sogar schon da mit ihren
vier Fahrzeugen. Mal gucken, ob eins von unseren Benannten da ist. Löschwagen, Löschwagen, Löschwagen. Nee, keins von unseren Benannten. Aber das Gebäude sieht schon sehr abgebrannt aus, muss ich sagen. Nee, hat überlebt. Okay. Nicht genügend Arbeiter. Ja, in so einem verbrannten Gebäude will niemand arbeiten. Gut. So, die Leute haben keine Bedürfnisse. Ist in Ordnung. Okay. Schauen wir mal. Bodenverschmutzung. Logischerweise hier Industrie. Aber das zieht sich nicht mehr, nicht mal bis in die Commercials. Das ist ganz gut. Hier das Abwasserendrohr, so ein bisschen Verschmutzung. Juckt uns nicht. Strömung geht ja so. Abwasser hier rein, hier Frischwasser raus. Sollte also auch passen. Ich stelle es jetzt doch mal wieder ein ganz kleines bisschen schneller, weil es ist langweilig, wenn die Leute keine Bedürfnisse haben und wir nichts zu tun haben. Und shit, ist die Musik laut, Leute. Shit. So. Haben wir jetzt wieder ein bisschen Geld? Achso, wir wollten ja auf eine Oberschule sparen, ne? Ja, gut. So, 7000 Geld haben wir. Hier unten haben die nicht genug gebildete Arbeiter wahrscheinlich, ne? Nicht genügend Arbeiter, nicht genügend Arbeiter, nicht genügend, nicht genügend, nicht genügend, alle nicht genügend Arbeiter. Okay. Oh, sobald man rauszoomt, ist die Musik einfach wieder so fucking leise. Sobald man reingezoomt hat, ist die einfach nur scheiße laut. So, hier Feuerwehr. Ist schon die Feuerwehr da? Schönes Haus brennt. So, da kommt schon angecruised, die Feuerwehr. Ganz schnell. Und da spurten sie raus und fangen sofort an zu löschen. Perfekt, ich denke mal auch, das Haus wird es überleben. Wir können ja mal schauen, wie ist denn überhaupt unsere Kriminalitätsrate bei 6%. Das geht ja eigentlich noch. Und unser Feuerschutz, Feuersicherheit ist bei 46%. Naja, geht. Okay. Hier unten die ganzen Gebäude sind halt gefährdet und die hier am Rand so ein bisschen. Aber da können wir dann da irgendwo mal noch eine Feuerwehr hinbauen. Beziehungsweise wenn wir dann bald ein etwas größeres Feuerwehrhaus sogar uns vielleicht freischalten können oder so. Dann haben wir ein größeres Feuerwehrhaus, ne? Hier die Street sollte ich eigentlich weiter nach unten bauen, ne? Aber dann gehen natürlich jetzt wieder die Firmen kaputt. Juckt mich aber erstmal nicht. So, zack. Nee, ich baue das erstmal nicht weiter. Nee, shit. Muss nochmal kurz bauen. Und zack. Und shit. Was habe ich getan, Leute? Das wollte ich gar nicht machen, ey. Reisen wir es halt wieder ab. Reisen wir es wieder ab. Nein. Erstmal wollte ich so machen, dass ich so machen kann. Und dann kann ich nämlich so machen. So, perfekt. Haben die denn Wasser? Ja, hier so, das sollte reichen. Ziehen wir hier noch so eine Wasserleitung durch. Zack. Und gut. Passt, hier haben sie kein Wasser. Oh, Freunde. Natürlich haben die Wasser, seid ihr behindert oder so? Egal. So, wir haben 13.000 und haben auch schon bald die 3.800 Einwohner voll. Ich habe also in der letzten Folge 3.300 aus Versehen gesagt. Ist mir danach in der Aufnahme aufgefallen. Aber ich muss ja alles nehmen, was ich gesagt habe. Ich kann ja nicht wie bei Minecraft machen. Ja, nö, die Runde war scheiße, die nehme ich nicht. Hier ist schon wieder genug Feuerwehr da. Hä, war das Gebäude, was vorhin schon mal gebrannt hat? Brennt es immer noch oder wieder? Oder war das ein anderes Gebäude? Ich glaube, das war doch das, was schon mal gebrannt hat, oder? Das sah nämlich genauso aus. Aber egal. So. Oh, hier haben wir schon ein verlassenes Haus. Einmal abgerissen. Gut. Okay, wir haben 17.000. Und das heißt, bald kommt die Oberschule. Einmal zack und dann noch ein bisschen zack, 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 zack. Wohngebiet ausweisen. Aber ich könnte mit dem Wohngebiet auch erstmal nicht in die Breite gehen, sondern hier nach hinten noch so ein bisschen weiter, ne? Hier wollte ich auch noch so ein paar Streets durchbauen. So. Oh, alle wegziehen müssen, weil ich sie ausgeschlossen habe, rausgeworfen habe aus der Stadt. Hier, das passt sogar perfekt. Ja, nice. muss ich mal schauen, wie ich das mit der Oberleitung mache. Ist halt auch richtig geil gebaut, ne? Warte mal. Ich halte mal kurz an, dass die sich nicht aufregen. Sie haben keinen Strom. Oh, shit. Jetzt habe ich die Straße abgerissen. Achso, hier ist die Straße. So, dann Wohngebiet. Das hier als Wohngebiet alles ausweisen. Und dann beim Strom mal schauen, dass wir hier das mit der Oberleitung mal hier ordentlich bauen. Die können wir doch eigentlich hier so. Warte, ich baue die mal lieber so. So sollten die aber auf jeden Fall Strom haben.
So, gut. Commercial wollen die Leute auch noch haben, ist ja hier schrecklich. Ich würde sagen, wir bauen ein Commercial dann hier und dann hier mal noch so einen Streifen nach oben. Oder? Weil dann haben wir links neben dem Commercial noch so einen Streifen, so wie hier, wo wir dann so Sachen reinbauen können. Weil sonst müssen. Oh, geschäftigte Kleinstadt. Okay, gut. Was können wir? Endlich können wir ganz viele Straßen machen. Und wir können ein Krankenhaus, ein Ölkraftwerk, ein großes Feuerwehrhaus und ein Polizeihauptquartier bauen. Das ist doch sehr gut. Und wir haben ein bisschen Cash bekommen. Das ist auch sehr gut. Warte, was wird dann das nächste sein? 5.500 Einwohner. Was können wir da denn krasses machen? Bürogebiet, nicht dicht besiedeltes Gewerbegebiet und dicht besiedeltes Wohngebiet. Universität, Müllverbrennung endlich. Und U-Bahn-Station können wir sogar machen. Das ist doch sehr nice. Ich überlege jetzt gerade. Commercial wollten die haben, ne? Bauen wir hier halt noch ein bisschen Commercial weiter. Nee, warte. So. Und ich baue jetzt erstmal schnell eine Oberschule, dass ich das nicht vergesse. Hallo? So, jetzt kann ich rauszoomen. Bauen wir die hier hin? Oder bauen wir die hier hin? Da kommen die da links oben auch noch ein bisschen. Achso, da ist der Friedhof. Hä? Oder hier hin bauen? Ja, ich würde sagen, wir bauen die hier hin. Zack. Da freuen die sich und dann freut sich das Commercial und die Industrie, dass sie schön gebildete Mitarbeiter bekommen. Und dann einmal. Warum ist jetzt die Musik wieder aus? Das check ich jetzt nicht. Warum ist die Musik jetzt bitte schön. Ups, das wollte ich gar nicht. Warum ist die Musik jetzt wieder aus? Muss ich mir ganz minimal lauter machen? Oder was? Egal. So, hier oben die Street wollte ich fertig bauen. Zack. Oh shit, ey. Ich könnte auch hier oben einfach noch so Commercial reinmachen, so ein Gebiet, ne? So ein Stückchen. Ach, ich überlege. Unsere Stadt ist so relativ strukturiert, ne? Aber es ist halt voll die Kastenstadt. Wird sich Jojo wahrscheinlich wieder extrem beschweren. Aber gut. So, warte mal. Können wir hier an die Brücke anknüpfen? Ja, machen wir doch so. Und bauen hier noch Wohngebiet. Dann haben wir hier noch so einen Gürtel, wo wir dann wieder so Sachen reinbauen können. Und dann würde ich verdammt nochmal sagen, machen wir hier wieder nicht Industrie, sondern Commercial. Zack. Oder lassen wir das einfach frei. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. So passt das auf jeden Fall. Ja, nice, macht die Straße so einen Knick. Juckt mich nicht. Ist es wenigstens keine Kastenstadt. Aber gut. So, hier oben, da ist eh so eine dreckige Brücke. Tja, läuft. Ja, schön, kann man hier schön draufstellen und einen schönen Ausblick auf den Wald genießen. Ja, ist gut. Dann lassen wir. Mann, ich überlege gerade. Machen wir hier noch Wohngebiet? Freilassen, Commercial. Oh, kein Wasser. Sorry, Leute. Sorry. So, hier haben wir noch ein Problem mit. Was heißt Problem? Das Haus brennt. Die Feuerwehr ist schon im Anmarsch. Perfekt. Die hier haben auch kein Wasser. Ach, Leute. Warum sagt er denn nichts? Ah, das ist wahrscheinlich ein Flugzeug, was hier gerade irgendwo rumfliegt. So hat sich es gerade angehört. Wollen wir auch nochmal so ein bisschen weiter, dann das passt das. So, egal, ich überlege mir das hier nochmal, wie ich das mache und lass das hier erstmal frei, weil Wohngebiet wird gerade eh nicht so verlangt. Und dann bauen wir mal hier so ein. Nee. Nein. Zack. Nein. Hier so ein. Nein. Bist du behindert, Alter? Hallo? Was geht denn da ab? Ich will das so bauen. Das. Ja. Nein. Guck mal, ich will. Das überschneidet sich um eins. Und wenn ich um eins. Nee, hier. Nein. Hier war. Nein. Ja, jetzt. Dass sich's nicht mehr überschneidet. Machen wir mal. Zack. Jetzt die Musik wieder an, ne? Seltsam. Seltsames Spiel, aber gut. So. Haben sie Wasser, unsere Freunde? Nee, natürlich nicht. Läuft. Müssen wir hier so ein Wasser bauen. Zack. Zack. Hier haben die alle Wasser. Perfekt. Läuft bei uns. So, was haben sie hier für ein Problem? Müllproblem. Oh. Schauen wir doch. Ja, Müllabdeckung ist da oben natürlich nicht ganz so stark. Aber ich meine, wir können natürlich hier oben in die Ecke.
noch so ein bisschen Müllverbrennungsanlage und so eigentlich reinbauen, dann später irgendwann mal, wenn wir dort weiter ausgebaut haben. So, wie voll ist denn eigentlich diese Mülldeponie? 31% voll, oder? Jep. Okay, gut. Musst einfach nur warten, bis Müllauto vorbeikommt. Da kommt's doch schon. Nimmt deinen Müll nicht mit. Läuft bei dem Müllauto auf jeden Fall. 15 von 15 in Benutzung. Wir bekommen doch als nächstes dann schon eine Müllverbrennungsanlage, ne? Ja, dann rentiert sich das jetzt nicht mehr, so eine Mülldeponie zu bauen. Die sollen einfach warten, bis der Müll abgeholt wird. Und dann passt das schon, Leute. Ganz ehrlich, warum denn eigentlich nicht? Warum nur das eine Haus hier hat Probleme, ne? Wo ist denn Müllauto unterwegs? Da. Mal schauen, ob das jetzt den Müll mitnimmt. Ja. Geil, hat schon drei Häuser vorher den Müll vom anderen Haus mitgenommen. Aber das, was genau vorbeifährt, nimmt natürlich den Müll nicht mit. Ist logisch bei dem Spiel und so. Hier unten brennt's. Ist die Feuerwehr schon. Nee, Feuerwehr. Ah, doch, da kommt sie gefahren. Hier. Gut, passt. Wo haben wir denn dieses eine Fabrikgebäude, was vorhin die ganze Zeit gebrannt hat? Das war doch das hier, oder? Ja gut, wenn es das war, dann sieht es ja jetzt wieder ganz gut aus. Topfit, alles läuft bei dem Gebäude. Gut, hier haben sie auch Müllprobleme, Müllberge. Ja, warte einfach, bis so ein dreckiges Müllauto vorbeikommt. Ihr habt bald eine Müllverbrennungsanlage, die produziert ja dann gleich wieder Strom mit. Das ist ganz praktisch. Oh, ein Flugzeug. Strom, wie sieht es aus? 92 Megawatt und 90 bzw. 89 werden verbraucht. Okay. Ja. Gut, reicht im Moment gerade noch so aus. Aber da wir ja gleich eine Müllverbrennungsanlage, was heißt gleich, bald eine Müllverbrennungsanlage haben, produziert ja wieder Strom mit. Wird das hier schon angezeigt? Nee, ne? Wird hier schon was angezeigt? Ja. Strom 0 Kilowatt. Ach, braucht die Kapazität. Farbe. Ah, 12 Megawatt. Na gut, ist nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was. Und wir haben nicht diese Mülldeponien, die einfach unser Land verunstalten, wo da einfach Müll drin rumliegt. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt wird die Musik wieder laut, ne? Was geht, ey? Wir haben auf jeden Fall hier ein Verkehrsproblem. So ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Und, ach, wir haben ja jetzt die besseren Straßen bekommen, ne? Wir haben 83.000 Geld. 38.000, meine ich. Dann würde ich sagen, machen wir mal so. Kaufen das Gebiet hier für 7.400. Ne, warte, das wollte ich machen. So. Jetzt kommen wir nämlich hier an die Autobahnabfahrt dran. Ey, warum ist denn die Musik schon wieder so laut? Manchmal ist sie einfach nicht da und manchmal ist sie voll laut. Jo, so hier. Dreckslautstärke vom Vogel habe ich ausgeschaltet. So, dann können wir nämlich jetzt mit einer ganz großen Einbahnstraße. Hier haben wir nur Autobahn, ne? Nehmen wir doch so eine Einbahnstraße hier. Verbesserung. Ne, warte, das hier. Fahren die in die richtige Richtung? Ja. Zack. Zack, zack, zack. Alles mal so ein bisschen verbessern. Und jetzt schauen wir uns nochmal das Verkehrsgeschehen an. Okay. Oh, was? Kein Strom? Oh, nee. Tut mir leid. Tut mir ganz leid, Leute. Tut mir das. Tut mir, wollte ich sagen. Tut mir leid. So, jetzt habt ihr aber wieder Strom, oder? So, 111 Megawatt, 94 wird nur gebraucht. Perfekt. Wasserproblem haben sie. Entweder liegt da keine Wasserleitung, doch. Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass nicht genug Strom bei den Wassersaugern war und die nicht genug Wasser gesaugt haben. Beziehungsweise. Hä, warum geht es denn nicht? Warum geht das Wasser hier nicht weiter durch? Doch jetzt. Hier durch, ne? Geht das jetzt ganz dahinter? Nö. Toll, jetzt geht das hier wieder weg. Liegt vielleicht daran, dass wir ein bisschen wenig Wasser produzieren, ne? Bauen wir halt noch so einen Wassersauger hin. Habe ich nichts dagegen. Wir haben ja erst einen. Oh, hier ist so eine Drecksstromleitung im Weg. Machen wir so. Und dann noch einmal an das Netz anschließen. Strom hat er ja. So, jetzt müsst ihr aber Wasser haben, oder? Erzählt mir nicht, ihr habt kein Wasser. Habe ich so ein ganz geiles Wasserteil gebaut. Die haben auch kein Wasser. Wo ist denn das dreckige Problem? Doch jetzt. Abwasser ist jetzt nur das Problem. Müssen wir halt noch ein Abwasserendrohr bauen, Leute. Kein Problem. Zack. Und einmal noch anschließen. Zack.
Zack. So, jetzt müsste das mit dem Abwasser hier aber auch passen. So, jetzt könnt ihr euch nicht beschweren, Leute. Wasser hier. Hallo? Ja, jetzt passt das. Perfekt, Leute, dann haben wir das gerade noch so geregelt. Und in der nächsten Folge müssen wir dann noch etwas Wohngebiet bauen. Und wenn es euch jetzt gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Wir sehen uns in einem neuen New York Video oder dann in der Folge City Skylines Nummer 5. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao!